Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy's Factory. Offiziell heißt das Ganze so jetzt hier zusammen mit dem Dena. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Izzy. Schöner Tag. Hallo, hallo Felix. Ja, es ist ein sehr schöner Tag. Es ist hell, die Sonne scheint. Oh, guck mal, hier ist dieser kleine Fratz. Und die Leute haben uns in die Kommentare geschrieben. Ja, genau. Das habe ich auch gelesen. Wir können den zähmen. Und dafür brauchen wir nur diese Beeren. Und ich habe solche Beeren. Komm mal her. Ja, komm mal her, du kleine Fratz. Müssen geht wir schon rückwärts. Jetzt bleibt er stehen. Man muss stehen bleiben, oder? Weiß nicht. Er ist auf jeden Fall gerade stehen geblieben. Oder? Oh, guck mal. Der hat gerade gegessen. 100 Pro, der hat gerade gegessen. Ihr habt es genau gesehen. Heißt das, der will jetzt nicht mehr meine Beere haben? Ja, doch, leider. Guck, der ist wieder. Ich sehe seine Zunge so ein bisschen. Ich glaube, man muss sich ganz langsam rantrauen. Aber geh nicht langsam hin, weil du hast keine Beere in der Hand, oder? Oder von hinten vielleicht? So einen ganz großen Bogen um ihn herumlaufen, meine ich? Warte mal, irgendwer hat uns in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, ich habe das sogar gescreenshottet. Der hat uns in die Kommentare geschrieben, wie wir den zähmen können. Aber ich laufe gerade einmal. Ich habe ihn nicht mehr den Screenshot. Ja, lauf mal aus drum, guck mal, ob du... Stimmt, wenn wir von beiden Seiten kommen. Eingekesselt. Ah, ich bin jetzt wieder ein bisschen näher dran. Und dass er zurückgegangen ist. Oh, jetzt geht er wieder zurück. Oh. Ich habe leider nicht so eine Beere. Doch, ich habe auch. Kommt man immer ein bisschen näher dran? Paleo-Bären, oder? Ja, genau, das sind die. Paleo-Bären. Die sehen auch genauso aus wie der. Wie droppt man die dann? Ich glaube, man kann es einfach rechts klicken, wenn du nah dran bist. So wie man den auch streicheln kann. Oder links klicken, ich weiß nicht so genau. Oh, er kommt immer näher! Jetzt, ich kann E drücken! Kannst du? Ah, streicheln. Warte, drücke E, um den zu streicheln. Streichel mal. Erst kann eine Animation, aber gerade nicht mehr. Oder muss ich die aus den rechts klicken? Nee, rechtsklick passiert nichts. Oh Gott, er kommt immer näher. Oh Gott, Izzy! Kannst du nicht rechts oder links klicken, die Beere? Nein, habe ich probiert. Aber ich drücke E, um den Exon zu streichen, aber ich drücke E und dann passiert nichts. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal kam irgendeine Animation, aber gerade nicht mehr. Was machen wir denn jetzt mit dem? Oder kann man das droppen? Mit Tab oder so, dass du das einfach rausziehst? Ich kann es mal probieren. Vielleicht mal raus, da. Lol, es lag bei ihm auf dem Rücken. Er hat gegessen. Hat er wirklich? Ja. Und so meinst du, können wir den zähmen? Weiß es nicht. Also oder hat er jetzt einfach das gegessen, weil es dann auf dem Boden lag? Und checkt gar nicht, dass es von uns kam. Das kann auch gut sein. Warte mal, was ist denn, wenn ich auch eine droppe? Wie hast du denn nur eine gedroppt? Einfach nur raus, gesplittet mit Shift. So, ich leg jetzt mal eine hier hin. Guck mal, er kommt! Und futtert's einfach weg. Oh lol, und jetzt bleibt er vor mir stehen. Nee, doch nicht. Ich nehme noch eine, hier. Du musst ihn schnell streicheln, wenn er vor dir ist. Oh, guck mal, er nimmt sie sich nicht. Ist er jetzt satt? Oh, guck mal, er kommt. Mit E hast du gesagt, streicheln? Ja, wenn du nah dran bist, dann steht das da auch. Er hat, glaube ich, gekackt in dem Moment. Ich habe gedrückt, aber er hat dann so ein Pfff gemacht. Er hat sich eingeschissen vor Angst. Zwei habe ich noch. Da. Hauptsache, er geht immer wieder zurück und kommt dann immer wieder. Oh. Ich habe ihn, glaube ich, gezähmt. Hä, echt? Ja. Hä? Ist jetzt. Drücke E, um zu... Ja, guck mal, er folgt mir. Jawoll. Wie geil ist das denn? Nice. Hallo. Und ich kann jetzt... Komm, man kann jetzt mit E gucken, ob er was gefunden hat. Und der hat irgendwie ein eigenes Inventar. Wobei, das ist doch mein Inventar, oder nicht? Nee, ja. Doch, links ist, glaube ich, das Ding, was sein Inventar ist. Ich glaube, da kann man was rein tun. Ach, links hat er nur ein einziges. Ja, der hat einen Slot. Da habe ich gerade was reingetan. Dann tun wir nichts rein und wir gucken mal, ob er irgendwie random was findet. Oder ob er auch alleine rumläuft oder folgt er uns jetzt. Guck mal, der ist richtig schnell. Ja. Der hat so richtiges Ohren. Das ist ja richtiges Schlammelohren, Alter. Ja. Krank. Ob der wohl angreifen kann? Also, wenn man angegriffen wird, ob der ihm hilft oder rennt er dann weg? Der ist ja eigentlich sehr ein Schisser. Der sieht echt eigentlich ganz süß aus. Ne? Vor allem auch diese Farbkombo mit dieser türkisen Zunge und so. Krank. Ja, ich weiß nicht, er sieht jetzt nicht so nach dem krassen Kämpfer aus, um ehrlich zu sein. Aber wir haben einen Gefährten, richtig krass. Der ist die ganze Zeit am Kacken. Hinterlässt er denn auch Kacke? Nee. Dann soll er aber nicht ins Haus. Nicht ins Haus kacken. Ja, wir müssen ja erstmal Stuben reinbekommen wahrscheinlich. Ja, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. So, wir haben noch eine einzige Sache, die wir hier als Tutorial-mäßig machen müssen. Das könnt ihr jetzt gerade gar nicht sehen, das steht hier links über meiner Facecam. Und zwar Craft Biomass as Improved Energy Source. Also, wir haben ja momentan als Energie nutzen wir ja hier die ganzen Blätter, die müssten ja eigentlich noch drin sein, genau. Und man kann während des Farmens, wenn man jetzt Blätter farmt und so weiter, bekommt man auch noch Holz mit dazu.
Und aus dem Holz, könnt ihr da unten sehen, kann man auch Biomasse machen. Also das macht man auch ganz normal in der Werkbank. Und mit dieser Biomasse, die ist halt viel, viel effizienter als die Blätter selber. Und damit ja, hält halt eben der Generator deutlich länger, beziehungsweise arbeitet deutlich effizienter. Jetzt haben wir sogar schon 350 Biomasse. Ich werde es jetzt aber nochmal nicht reinpacken, weil wir eh noch ganz viele Blätter haben, die alle noch verarbeitet werden können. Und damit hätten wir jetzt zum Beispiel den Teil des Tutorials eigentlich wieder abgeschlossen. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt machen müssen, um den nächsten Teil zu erreichen, weil ich glaube, die Fließbänder haben wir ja schon gemacht, ne? Ja, Fließbänder haben wir. Fließbänder haben wir gemacht. Oh, und wir haben das Allerwichtigste. Wir haben das Allerwichtigste freigeschaltet. Und zwar haben wir Fundamente jetzt freigeschaltet und Rampen. Felix, du musst mir jetzt zuhören. Wo bist du? Auf dir drauf. Du bist auf mir drauf? Klassiker, hier oder? Drin bist du auf mir drauf. Holy shit. Jetzt bin ich runtergefallen. Felix, du musst mir zuhören. Also, ja. Folgendes. Wir müssen hier eine große Fabrik bauen, ja? Und wir müssen das richtig, richtig, richtig gut angehen. Und richtig, richtig gut organisiert und sortiert. Das Motto ist hier, make Dizzy great again, okay? Okay, make Dizzy great again. Wir hatten lange kein Let's Play mehr. Kriegen wir rote Kappen? Wie bitte? Kriegen wir rote Kappen? Wir kriegen auch rote Kappen bestimmt irgendwann freigeschaltet. Die müssen wir uns dann unbedingt anziehen. Denn die Leute vertrauen uns nicht. Die Leute glauben, wir ziehen das Let's Play nicht durch. Die tun auch so ein bisschen so, als wäre das Arc-Let's Play irgendwie nur 3 Folgen lang gewesen. Obwohl das einfach 370 Folgen waren. Aber die Leute vertrauen uns nicht. Und damit das hier eine richtig runde Sache wird, ja, müssen wir eine richtig, richtig geile Fabrik bauen. Und ich habe diese Nacht schon fast wach gelegen. Ich konnte gestern nicht einpennen und habe mir überlegt, wie wir das ganze Ding hier bauen. Und ganz wichtig ist, dass wir wirklich ganz, ganz groß denken. Oh, guck mal, da ist der kleine Fratz wieder. Was ist denn los mit dir? Hast du was gefunden? Ne, hat nichts gefunden, leider. Wir müssen einzelne Häuser bauen für einzelne Ressourcen sozusagen. Also wir haben ja hier unser Eisen. Da vorne haben wir zum Beispiel unser Kalkstein gefunden und hinten unser Kupfer. Und wir müssen unbedingt eigene Produktionsstätten, richtig eigene Häuser bauen für diese einzelnen Materialien, die da abgebaut werden. Die einzelnen Gewerke. Also ich habe auch was gesehen und da, man kann so riesige Fabriken bauen und ich will das auch machen. Und ja. Wo überall dann Förderbänder längs laufen. Weißt du, jetzt haben wir ja so ein Förderband, aber wo dann alles sozusagen automatisch läuft. Und dann kommt von der Seite kommt das dazu und von da kommt das dazu. So riesige Spaghettis macht man dann. Durch die ganze Welt laufen Förderbänder dann. Alles genau. Muss riesig groß werden. Und damit wir Make das machen Dizzy können... great again! So sieht's nämlich aus. Damit wir das machen können, brauchen wir hier... Warte mal, oder haben wir die Fundamente schon freigeschaltet? Ah ja, wir haben die Fundamente ja schon freigeschaltet. Nice! Die sind aber gerade zu teuer. Dafür brauchen wir super, super viel Beton. Und das Beton machen wir da unten aus dem Kalkstein. Und wir sehen auch schon im nächsten Schritt, wenn wir den nächsten Schritt hier freischalten, und zwar das Hub Upgrade 4, dann bekommen wir einen Miner MK1. Und das ist der Miner, der automatisch unendlich abbaut. Also quasi wie unser kleiner Miner, den wir hier ganz am Anfang gebaut haben, diesen mobilen Minator. Der ist das jetzt in groß, der braucht auch Energie und der produziert unendlich von dem ganzen Zeug. Und wir haben noch einen Lagercontainer, womit wir dann halt eben das ganze Zeug auch lagern können. Das heißt, damit können wir schon automatisiert richtig, richtig krass abbauen. Aber das Wichtige, wie gesagt, wir müssen ganz viel Fundament machen, wo wir das Ganze denn draufbauen. Denn auf den Fundamenten kann man dann auch wirklich richtig symmetrisch und so weiter bauen, weil das dann so magnetisch darauf haftet, anstatt auf dem Boden. Das ist halt mega, mega durcheinander. Und wir haben jetzt hier auch schon Wände, das heißt, wir können schon richtige Fabrikgebäude bauen. Aber dafür, für den nächsten Schritt, können wir direkt mal gucken, brauchen wir da richtig, richtig viel Metall. Das heißt, wir werden Beton, wahrscheinlich... Beton, ne? Beton auch, aber ich glaube, Beton habe ich, glaube ich, schon relativ viel. Beton macht man ja auch aus Kalkstein. Also wir brauchen jede Menge Kalkstein. Stimmt. Dann besorge ich mal, wo ist der Kalkstein nochmal? Der Kalkstein ist hier unten. Haben wir hier eigentlich einen Miner hingesetzt? Ah ja, ich mache den einfach mal. Ich dachte irgendwie, ich hätte schon Beton gemacht. So, ach so, ich hatte auf jeden Fall auch schon richtig viel Kalkstein. Der kleine Fratz, der kommt jetzt immer mit. Ey, wir müssen dem noch einen Namen geben, fällt mir gerade ein. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat immer noch keinen Namen. So, und daraus können wir jetzt auf jeden Fall das ganze Beton machen. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie bei Lilo und Stitch, oder? Er sieht auch so ein bisschen aus wie... Ah, es gab doch auch irgend so ein Dino, der ganz am... der richtig simpel und mega langsam war, der auch genauso aussah. Weißt du noch, wen ich Dödel? Meine? Dödel? Nein, kein Dödel. Noch so einer, Dodo? Der so mega unscheinbar war. Lystosaurus... Heißt der Lyst... Nee, Quatsch. Lystosaurus, ja, Lystosaurus, aber wie haben wir, den haben wir so einmal gezähmt. Den haben wir mal gezähmt, aber der war irgendwie direkt tot, weil der so unnütz war. Aber der darf nicht so... Der ist gerade weggelaufen. Echt? Ja, der hat auch ein bisschen sein eigenes Leben, glaube ich. Ja. Jetzt kommt er gerade wieder. Vielleicht hat er was gefunden. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in sein Inventar gucken. Die Pre-Alpha-Phase ist ein bisschen verbuggt hier. Meine Maus geht auch manchmal gerade nicht. Also wenn ich so komisch schräg durch die Gegend laufe, ja, liegt das daran, dass ich noch nicht ganz... dass da noch irgendwas nicht ganz richtig ist. Was? Deine Maus ist verbuggt? Ja, manchmal kann ich mich nicht bewegen für kurze Zeit. Und dann muss ich immer mit WASD so rückwärts laufen, wo ich hin möchte. Okay. Haben wir eigentlich,
Haben wir eigentlich Kupfer? Also wir haben bestimmt Kupfer. Wir haben richtig viel Kupfer, aber wir haben noch nichts, was irgendwie Kupfer verarbeitet, ne? Wir haben jetzt so viel, wobei ich auch die ganzen Kupfer Kabel und sowas und Draht und so. Irgendwas haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Bin mir ziemlich sicher. Ja, aber die Maschinen arbeiten gerade nicht Kupfer, ne? Das müssen wir alles selber machen. Dann mache ich das mal gerade, ja. Um den nächsten Schritt zu machen. Weil dann werden wir auf jeden Fall unsere neue Maschine bauen, beziehungsweise unsere allererste Produktionsstätte. Ist jetzt nämlich die Frage, wir werden das hier definitiv erstmal wieder abreißen. Und das Wichtigste ist, wir müssen nicht nur einzelne Stationen bauen mit den einzelnen Ressourcen, sondern wir müssen ganz, ganz wichtig auch eine Energiestätte sozusagen bauen. Also nochmal ein eigenes Energiewerk. Weil wir das müssen wir immer befüttern mit der Energie, also mit der, entweder mit der Biomasse oder mit dem ganzen Grünzeug. Woher bekommen wir denn unendlich Biomasse? Unendlich bekommen wir das nicht. Bis jetzt müssen wir noch alles mit der Hand farmen und haben noch keine Maschinen, die das irgendwie abfahren können. Deswegen meine ich. Irgendwo müssen wir es herbekommen. Hab das auch noch nie gehabt, also das kann ich ehrlich gesagt selber noch nicht sagen. Das wird dann wahrscheinlich irgendein späterer Schritt sein. Ich mache jetzt gerade ganz viel Beton, oder? Ich mache jetzt gerade Kabel. Ne, Beton habe ich genug. Beton habe ich. Ich mache gerade Kabel und dann brauche ich noch ein, zwei Sachen. Dann haben wir eigentlich auch schon wieder den nächsten Schritt. Und dann können wir unseren ersten Miner bauen. Für die Fundamente meine ich. Ich kann schon ein Fundament bauen gerade. Achso, ja, ja. Bau auf jeden Fall Beton ab, um viele Fundamente zu machen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung, weil wir brauchen richtig, richtig viele Fundamente. Man kriegt ja alles zurück, ne? Dann kann ich schon mal was hinsetzen. Guck mal hier. Ja. Warte. Ich mach nur zum Testen. Ich mach gerade kurz die letzten Stangen hier. So. Ich muss mich auch angewöhnen. Ich muss dich ja eigentlich gar nicht suchen. Du wirst mir ja angezeigt oben auf der Karte. Ich kann ja einfach zu dir laufen. Ja, ja, genau. Entspannt. Das ist mega geil. So, das ist auf jeden Fall ein Strommast schon mal gewesen. Genau, das ist ein Fundament. Die kann man auch übereinander bauen und so. Bumm, bumm. Sieht jetzt irgendwie gerade ehrlich gesagt ein bisschen schräg aus hier gerade, wenn man das jetzt mal irgendwie... Na, so, ja, es ist ein bisschen schräg, aber ich konnte es irgendwie nicht drehen. Ich weiß in der Landschaft. Nicht, oh, guck mal, der Kleine, der hängt ja voll fest. Der kommt ja nicht hoch. Deswegen kann man auch noch Rampen links und rechts und so weiter bauen. Ja, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier mittendrin instant anfangen, sollten wir uns erstmal, glaube ich, dann um unsere erste Eisenabbaustation hier tatsächlich dann kümmern. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe jetzt schon fast alles. Mir fehlen noch ein paar Eisenstangen und noch ein bisschen Beton. 8 Beton brauche ich noch, falls du da irgendwie noch was am Start haben solltest. Ja, habe ich. Droppe ich dir. Kommt hier. Warte. Nice, sehr gut, dann haben wir schon mal genug Beton. Boah, ich dachte kurz, dass der Lystrosaurus hier den kurz... Hat der mittlerweile was im Inventar? Nee, ne? Nee. Wie hieß der denn? Der muss doch irgendwie gehießen haben. Der Lystrosaurus. Leute, müsst ihr uns mal rein in die Kommentare schreiben, das kann ja nicht sein, wie also der wenn, heißt. Wenn ihr das doch wisst, ist krass, weil der hat so eine kleine Rolle nur gespielt, der war auch so unnütz, der konnte irgendwie, glaube ich, gar nichts. Das wäre richtig krasse Dizzy vs. Dinos Fans, wer das noch... Ja, ohne Scheiß, wir wissen es ja selber nicht mehr. 75 Eisenstangen brauche ich. Aber ich starte eine Petition, ich würde den gern Dödel nennen. Echt? Ja, der aber hat auch Dödel dahin ist doch geschissen. Ganz anders. Ja, ich weiß, aber der hat auch da auch hingeschissen. Der sieht auch ein bisschen aus wie ein Dödel, das muss man schon sagen. Aber alle scheißen doch, alle Dinos haben geschissen. Ja, aber einer, der Dödel hat schon besonders viel hingeschissen. Nee, das war da auch nicht der Dödel, oder? War es nicht der Kaki oder sowas? Oh, warte mal, ich habe fast den nächsten Meilenstein. Weg. Ich habe noch ganz viel Kalkstein wieder geholt. Sehr gut, dafür brauchen wir auf jeden Fall noch richtig, richtig, richtig viel. Wobei ich glaube, so viel brauchst du gar nicht, wenn wir jetzt unseren Miner später haben, der alles automatisch abbaut, dann haben wir das sowieso alles im Überfluss. So, nächster Meilenstein. Oh, achso, ich muss ja erstmal noch alles reinziehen. Ah, so, hier, das. Oder kann ich das auch? Ah, ich kann das sogar direkt rüber switchen. Nice, da muss ich gar nicht rüberziehen. Zack und boom! Nächstes Hub-Upgrade ist bereit. Was passiert? Oh, haben wir jetzt eine Playstation bekommen? Eine Playstation, Alter. Haben wir? Nee, immer noch nicht. Hä, hier sieht's gleich aus. Nee, wir haben eine Küche. Was ist das? Wo ist die Küche? Oh! Die war vorher noch nicht da, oder? Ich glaub nicht. Vielleicht ist Küche immer noch so. Aber das Bett sieht auch immer noch. Haben wir jetzt da so Licht neu dran, oder was? Oh, und wir haben noch einen zweiten Generator bekommen hier. Wo? Automatisch? Ja, automatisch. Also das Hub-Upgrade. So einen zweiten Biomassebrenner, praktisch? Ja, der steht genau daneben, direkt daneben mit dem Ausrufezeichen. Ah, ich seh's. Nice. Da ist der Boy. Das heißt, wir können jetzt sogar noch ein paar mehr Maschinen befeuern. Und, wir haben jetzt hier, wie gesagt, den Lagercontainer und den Miner freigeschaltet. Ich kann mal gerade einen Lagercontainer machen, damit wir jetzt hier unsere kleine, warte mal, wo ist der? Hier bei Q. Ich sammle gerade ganz viel Blätter, damit wir für den Strom. Soll ich das eigentlich weiter weg besser machen, von uns? Oder damit das wieder nachwächst, oder wächst das eh nicht nach? Das weiß ich gar nicht genau, ob das nachwächst. Oh lol, ich kann den Miner schon machen.
Ich kann den Miner schon machen. What? Ich muss dafür einfach nur hier unseren mobilen Minator muss ich dafür einsammeln. Warte mal, wie kann ich den denn einsammeln? Irgendwie kann ich den einsammeln. Vielleicht so? Nee. Irgendwie kann ich den Boy einsammeln. Wie ging das nochmal? Öffnen zum Inventar. Escape. Tab. Irgendwie kann man den doch aufnehmen. Oder ist mein Inventar voll? Nee, mein Inventar ist nicht voll. E zum Öffnen. Öffnen will ich aber nicht. Ah, wie kriegt man den jetzt hier nochmal weg? Vielleicht mit F ging es nicht, ne? Da konnte ich. Ah, demontieren! Demontieren, linke Mausklick. Nee, warte mal, demontieren will ich den aber nicht. Ich will den nehmen. Vielleicht mit Q? Nee, das ist ja wieder das Falsche. Mit V? Oh nee, das ist eine Taschenlampe. Mit C vielleicht? Ah nee, damit kann ich ja scannen. Was ist denn mit X? Nee, geht auch nicht. Was ist denn. Ich weiß gerade nicht, wie ich den demontieren kann irgendwie. Dabei habe ich das schon mal gemacht. Warte mal. Vielleicht mit dem Tool? Nee, auch nicht. Oder liegt es daran, dass der voll ist? Minator nehmen! Oh lol, das stand einfach da unten drunter. Oh mein Gott, bin ich dumm. Das stand einfach da unten drunter. So, das heißt, ich kann jetzt eigentlich schon automatisch den nächsten Schritt bauen. Und zwar unseren MK-Miner oder Miner MK heißt der gerade. Und jetzt ist die Frage. Wir bauen jetzt hier, also das ist quasi der Anfang zu unserer ersten Automatisierungsstätte und zu unserer ersten Fabrikhalle. Hier ist quasi der Ursprung. Hiermit fängt es an mit dem ganzen Material. Wo bauen wir jetzt den Miner? Und die Frage ist, wir können doch jetzt hier safe nicht Fundamente hinbauen und dann den Miner oben drauf. Wir müssen den Miner wahrscheinlich direkt auf die Ressource setzen. Das heißt, wir setzen den Miner in irgendeine Richtung. Der muss ja hier hin, ja. Und wo bauen wir dann die Fabrik hin? Ich würde sagen, unten den Platz. In diesem riesigen Bereich hier, oder? Aber in diesem riesigen Bereich müssen wir unsere Hauptlagerstätte machen, wo alles zusammenkommt. Und wo wir dann die Materialien weiterverwenden, weißt du? Wo wir also so man könnte es... Und also wo die Energie ist. Ideal wäre es halt eigentlich dann hier, wo uns jetzt unsere Basis ist, ne? Eigentlich schon, ne? Ja. Oder wir machen das hier unten. Oder wir machen hier oben die Energiestätte. Und können da hier vorne perfekt eigentlich die Halle bauen, in die Richtung hier. Boah, geil, geht die Sonne bitte gerade auf. Boah, das sieht echt nice. Richtig krass aus. Lass uns das machen. Also hier mal, okay, und dann hier in dem Bereich. Genau, und dann machen wir das da in die freie Fläche sozusagen. Geht das dann so rüber. Ich glaube, Alter, was ein fettes Ding. So. Yo! Boom! Krass. Nice. Was braucht der? Strom? Der braucht jetzt auch wieder Strom. Ich weiß es gar nicht, haben wir jetzt noch genug Energie von dem Strommast? Ah, der hat noch eine Connection jetzt gerade. So. Okay, reicht dir das dahin? Ja. Die reicht bis dahin. Ja genau, habe ich auch schon gebaut. Ich dachte gerade, und die hat auch genug Strom. Ja, ne? Und der arbeitet jetzt gerade, guck mal hier. Der baut jetzt ab. Ja, der soll jetzt mal loslegen. Jawohl! Oder mal alles raus, noch legt er nicht los. Ah, jetzt kommt und jetzt der Bohrer am Boden. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Und jetzt wird einfach alles automatisch, soweit ich weiß, sogar vielleicht endlos. Oder zumindest eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, da kannst du gucken, du kleiner Echsenhund. Ja, aber jetzt muss man hier das hier machen, ne? Jetzt muss man hier so ein Förderband eigentlich rausbauen. Genau, jetzt machst du ein Förderband, wobei wir machen, glaube ich, erst die nächste Maschine. Oder nee, wir machen erst die Fundamente. Hast du Fundamente noch? Ich muss sie von unten abbauen. Ich habe gerade alles weggetan. Okay. Aber ich kann die einfach holen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall unsere erste Maschine und wir können jetzt hier unsere erste Fabrikhalle bauen. Unsere automatische Eisenproduktionsstätte. Und wir werden dann in der nächsten Folge hier das Ganze quasi anfangen, dass wir unser erstes wirkliches Haus bauen. Und da müssen wir wirklich groß denken, alles ziemlich breit bauen, damit wir auch genug Platz haben und so weiter und so fort. Ja, weil wir sind ja auch breit. Eben, man kennt ihn. Genauso wie unser kleiner Excel und der natürlich auch richtig breit ist mit seiner kleinen Zunge. Unser kleiner Excel, habe ich gerade verstanden. Soll er Excel heißen? Der könnte Excel heißen, weil das ja ein Excel-Hund ist. Aber ich glaube, offiziell benennen können wir ihn eigentlich noch nicht. Aber wahrscheinlich ist er nicht Excel 95, sondern er ist Excel 19, weil er ist ja von 2019. Ja. Excel 19. Das wird sein, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Morgen geht's wieder weiter auf Spielkind Gaming um 18 Uhr. Der Link dazu ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ich habe übrigens auch einen Supported Creator Code. Falls ihr das Spiel auch kaufen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne mit dem Hashtag Take It Easy machen. Oder ohne Hashtag, einfach nur Take It Easy. Und morgen um 18 Uhr geht's dann, wie gesagt, weiter. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.